Oft brauchst du ein Diagramm ja, um einen Text zu illustrieren oder um die Grafik in eine Präsentation zu integrieren. Mit den Microsoft-Produkten ist das sehr einfach möglich. Du kannst eine Excel-Grafik kopieren und problemlos in Word oder PowerPoint einfügen. Das machen wir gleich mit, ich wähle sie aus, mit Befehl C oder Bearbeiten, Kopieren. Kommt sie in den Zwischenspeicher und mit Befehl V oder eben Einfügen wird sie in meine Word-Datei hinein integriert. Hier kannst du sie in der Größe anpassen. Wenn du die verschiedenen Elemente auswählst, so siehst du, kannst du problemlos nachträglich die Schrift, die Hintergrundfarbe des ganzen Rahmens oder die Farbe einer einzelnen Linie ändern. Falls jetzt etwas an den Daten nicht stimmen sollte, so kannst du diese in der Originaldatei nochmals ändern, über Rechtsklick Daten in Excel auswählen, wird diese Excel-Datei geöffnet und hier hast du die Möglichkeit, an den Daten noch weiterzuarbeiten bzw. auch das Diagramm natürlich zu überarbeiten. Ganz wichtig ist dabei, dass du diese Datei in der Zwischenzeit nicht verschoben, gelöscht oder umbenannt hast. Die Excel-Datei, die das Diagramm enthält, muss also am selben Ort unter selben Namen stehen wie damals, als du die Grafik in Word importiert hast.